Nein, stopp, mein Tüchli! Ich wäre bereit für dich, Sauna. Ah, ich auch. Ist gut? Ja, ich muss nur noch schnell mein Tüchli wieder richten. Ja, ja, alles gut. Danke schön. Ah, meine Schuhe. Ja, genau. Innen links Platz nehmen. Danke vielmals. Ah, mach's dir bequem, Jara. Ach, das mache ich jetzt. So, schau jetzt mal, schauen, wie lange mein Pad die Temperatur aushält. Aber ich glaube, es geht. Vielleicht gleich lang wie ich. Im besten Fall 15 Minuten. Ich merke gerade, ich muss noch Säule drehen. So. Ja, dann wissen wir auch, genau, wie lange wir das saunieren sollen. Hey, wie geht's dir? Ja, geht super. Sowieso jetzt hier in der Sauna, oder? Kann ich mich nicht beklagen. Bist du gerne in der Sauna? Nein. Ich freue mich, bist du nicht da. Nein, das ist zum zweiten Mal drum. Man merkt auch, ich kriege du, jetzt. Du sagst, wenn du Hilfe brauchst mit dem Tüchli. Aber ich glaube, ich kriege es schon noch irgendwann an. Gut. Hast du eigentlich jemanden, der dir privat helfen könnte bei solchen Sachen? Nein, brauche ich zurzeit auch nicht. Liebe ist mehr. Ich kann mir selber helfen. Also kein Mann in Sicht. Nein, wie du breit keinen um. Keine Lust oder. Also bei mir ist es auch so, ich hätte schon Lust, aber wenn dann der Zeitpunkt da ist, habe ich keine Lust. Und sonst also, hätte ich Lust, das auch für zwei, drei Monate und dann vergessen zu werden. Ja, wirklich. Was hast du das Gefühl, was müsste für einen Mann kommen, dass du sagst, okay, da habe ich vielleicht mal mehr als zwei Monate Lust? Ich weiß es nicht. Ich habe mir das auch schon so viel mal gefragt, weil ich habe wirklich schon viel probiert. So zu aussehen, weglassen, so, dann habe ich vielleicht einmal ein bisschen einen, der mir optisch nicht gefällt, oder? Dafür ist der Charakter top, aber dann habe ich keine, nach einem halben Jahr wieder keine Lust mehr. Dann habe ich einen, der bombenmässig aussieht, aber der Charakter ist so, habe ich irgendwann auch keine Lust mehr. Also vielleicht bräuchte ich einen, der mich am Ende einfach auch so eine Woche lang in Ruhe lässt. Ah, ja. Gut, also für alle Männer da draußen. Wenn ihr eine Freundin wollt, die in Ruhe gelassen wird, dann ist Jara vielleicht die Genau. Ich bräuchte so einen, der mich ab und zu einfach in Ruhe lässt. Ja. Ja. Hey, wie sehr hassest du den Bachelorette-Stempel? Sehr. Wirklich? Ja, wirklich extrem. Ich meine, sicher, ich habe dort mitgemacht, ich wusste, das kommt alles auf mich zu. Mhm. Aber keine Ahnung, ich meine, ich habe jetzt durch die Sendung nicht irgendwie die Welt verändert, die Welt bewegt oder irgendetwas gross bewirkt, würde ich jetzt sagen, oder? Was jetzt die Bevölkerung anbelangt. Darum glaube ich, ist ein bisschen der Zirkus zu gross um das Ganze, wenn ich das so sagen darf. Also, gehört es richtig raus, würdest du es nicht nochmal machen? Nein. Ich würde es nicht nochmal machen. Halt, weil du wirst, egal wo du wirst mit dem identifiziert, oder? Mhm. Und die Leute haben das Gefühl, nur weil sie dich so im Fernsehen gesehen haben, bist du aber so. Ja. Was ja eigentlich nicht stimmt, oder? Mhm. Ich habe den Leuten das gezeigt, was ich wollte. Ja. So, das ist ein Bruchteil von dem, was ich bin. Ja, ja. Und würdest aber schon sagen, du bist so gezeigt worden, wie du bist? Oder findest du auch so, ich habe die Sendung geschaut und es hat aber schon vieles gegeben, was ich gefunden habe, so, pff, hätte es nicht müssen sein. Also ich würde sagen, ich bin eigentlich wirklich so gewesen, wenn ich bin, oder? Sicher, wenn du vor der Kamera bist, du bist automatisch ein bisschen anders, oder? Du verstellst dich, du reissest dich auch zusammen so in deiner Wortart, was du sagst und alles. Darum, dort, das ist schon ein bisschen nicht 100% ich, aber ich sage so 95% bin das ich gewesen. Komm, wir spielen das Spiel. Es nennt sich Mushinda Kambunjoker. Kenne ich nicht. Macht überhaupt nicht. Fünf schnelle Fragen. Du hast einen Joker, wo man keine Antwort geben muss, bei den anderen vier musst. Okay. Wir fangen an mit Frage Nummer 1. Hey, stopp, was ist, wenn ich alle beantworte? Was passiert denn mit dem Joker? Dann überlegen wir uns einen Preis. Okay. Mal schauen, ob du so offen bist. Gut. Welchen Schweizer Promi würdest du sofort daten? Boah, ich kann eben. Was gibt es für einen Schweizer Promi? Der Roger Federer. Ah. Ja, den finde ich attraktiv. Gut, liebe Grüße an Mirka. An der Stelle. Alles gut. Was verdient man mit Social Media? Gar nicht. Wirklich? Nur wenn man Werbung macht. Machst du nicht? Nein, mache ich nicht, weil ich es einfach ein Abzocke finde. Schon mal etwas an dir machen lassen? Nein. Außer die Augenbrauen mache ich so permanent Make-up. Wie ist das so zu Schönheits-OPs? Ja, halt jetzt nicht davon, oder? Das ist meine Sache. So, ich meine, aus einem Grund bist du so auf die Welt gekommen, oder? Du musst zufrieden sein mit dem, was du gekriegt hast. Gut, vierte Frage. Hast du immer noch einen Joker? Ja. Schon mal mit einer Frau intim gewesen? Ja. Das Gefühl, sie braucht ihre Joker. Also, darf ich fragen, wie intim? Ja,
so rummachen, im Teambereich. Ah, wirklich? Ein bisschen anlangen, ja. Aber nicht, dass du sagst, vielleicht wird es dann auch mal eine Freundin? Nein, überhaupt nicht. Da fehlt mir dann schon das Genital vom Mann. Gut zu wissen. Ich kann sowieso schon warm, aber... Gut, letzte Frage. Nie mehr Social Media oder nie mehr mit Freunden abmachen? Nie mehr Social Media. Oh, wow. Ja. Ganz einfach? Ganz einfach. Und somit sind die fünf schnellen Fragen auch schon durch. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass du den Joker nicht gebraucht hast. Ja, ich glaube, die Fragen müssen ein bisschen brisanter werden. Gut, du bist auf Social Media eigentlich immer sehr ehrlich und motzisch auch, wenn dir etwas nicht passt. Ja. Warum? Weil ich so bin. Mhm. Ganz einfach. Also, ich habe mit Social Media für mich, oder, damit ich meine Meinung oder in gewissen Sachen diskutieren kann mit meinen Leuten, die mir folgen. Meine Community, die weiss, wer ich bin, also ehrlich, direkt, auch wenn ab und zu mal ein paar Flachwörter rauskommen oder dass ich gegen jemanden bin. Meine Leute wissen das, darum folgen sie mir wahrscheinlich auch, oder? Mhm. Und das ist meine Meinung und ich stand zu dieser Meinung. Was ist für dich das Schlimmste auf Social Media? Dass einfach jeder immer das Gefühl hat, er muss seinen Senf auch noch dazugeben, wenn ich etwas mache. So, ich meine, das ist ja mein Profil, oder? Wenn du eine andere Meinung hast und mir das anständig schreibst, habe ich kein Problem, mit dir über das zu diskutieren. Oder? Ja. Ich meine, Diskussionen sind ja da, oder? Ich tue auch gerne diskutieren mit den Leuten, solange es anständig ist, oder? Mhm. Aber sonst, wenn du eine andere Meinung hast, dann kannst du selber auf deinem Account eine Story aufnehmen und sagen, hey, ich finde das so und so, oder? Mhm. Wie sieht es aus bei dir auf Social Media mit Sexismus? Erlebst du das? Ja, also ich würde sagen, fast jede Frau wird das wahrscheinlich so erleben, oder sowieso. Ich tue halt ab und zu ein freizügige Fotos aufladen, oder? Dann merkt man es extrem. Dann kommen dann so Nachrichten wie, ja, ich will den Durak knallen, oder? Oder auch gewisse Männer, die dann gerade das Gefühl haben, sie müssen hier ein Schwanzfoto rumschicken. Ja. Und wie reagierst du auf das? Gar nicht. Ja. Gar nicht. Aber hast du schon mal überlegt, auch, also so Menschen kann man ja blöd gesagt auch anzeigen? Ja. Ist das für dich kein Thema? Findest du, hey, das ist mir nicht wert, oder? Also, ehrlich gesagt, ist mir der Aufwand dann einfach auch ein bisschen zu gross, weil ich einfach finde, hey, du hast sowieso nichts im Kopf, oder? Mhm. Wieso muss ich denn da noch so einen riesengroßen Aufwand auf mich nehmen? Und keine Ahnung, ich bin nämlich so in dieser Einstellung, hey, wenn du das machst, wenn du das für okay empfindest, dann mach's. Aber irgendwann kommt eh alles zu dir zurück. Wie viel nimmt Social Media in deinem Leben ein? Also es hat auf jeden Fall eine Phase, sowieso da so Bachelorette-Zeit, dort war Social Media ein grosser Teil meines Lebens. Also die meiste Zeit habe ich auf Social Media verbracht, was eigentlich total blöd ist. Und jetzt habe ich das eigentlich wieder so ein bisschen im Griff gekriegt, dass ich das gut unterscheiden kann. Wie findest du es, dass die jeder kennt? Zum Teil ist es recht mühsam. Halt eben, wenn du so mit der Familie unterwegs bist oder wenn du einfach mal in Ruhe etwas machen willst. Mhm. So, du kannst nie hineingehen, du weißt, irgendwo kennt dich eh jemand. Und du musst halt auch schauen, so, dass du nicht in der Nase rumbohrst vielleicht, oder keine Ahnung, wenn es dir mal irgendwo kratzt. Das ist einfach, du musst dich anständig benehmen. Weil halt eben, kaum machst du irgendetwas, weiss es dann nachher fast die ganze Schweiz. Und was du glaub, besonders hasst, was ich schon gesehen auf Social Media, ist, wenn ich jemanden heimlich fötelt. Ja, wow, das kann ich überhaupt nicht haben. Wie reagierst du denn? Ich laufe diesen Leuten hin und an. Also habe ich jetzt schon ein paar Mal gemacht. Weil, also du merkst es, oder? Wenn die jemanden filmt oder fotografiert. Und ich finde einfach, das gehört sich nicht an. Man kann fragen. Und dann laufe ich diesen Leuten hin und an und sage, hey, jetzt zeigst du mir auf deinem Netter, was du hier gefilmt oder gefotografiert hast, und dann löschst du das. So, und kannst mich fragen. Und oder? Wie reagieren die Leute dann? Also sind sie offen? Oder? Man merkt schon, es ist ihnen unglaublich peinlich, oder? Was natürlich auch verständlich ist. Aber sie entschuldigen sich dann auch und sagen, hey, ja, dürfen wir dann bitte ein Foto miteinander machen? Und dann habe ich kein Problem damit, wirklich. Ja. Ja. Es ist auch schon ein bisschen warm. Ja, und wir haben erst die Hälfte knapp, wir erst die Hälfte. Gut. Komm, wir spielen Trumpf oder Geschoben. Okay. Ich zeige dir 6 Schweizer Promis. Du sagst mir Trumpf, dann können wir kurz darüber reden. Oder Geschoben, wenn du sagst, müssen wir gar nicht darüber reden. Also Trumpf ist, wenn ich ihn gut finde. Trumpf ist, wenn du gut findest, und dann können wir schon darüber reden. Geschoben, sagst du, müssen wir nicht darüber reden. Genau. Wir fangen mit dem her an. Der Luca Hanni. Geschoben. Ja, sorry, das sagt mir jetzt so nichts. Wirklich? Nein. Ah, der Luca Hanni ist nicht. Nein, du bist ein Babyface. Musiker. Dann hatten wir den her da. Kennst du ihn? Oh, peinlich. Skifahrer, der Beste der Welt.
Marco Odermatt. Ja. Sagt er etwas? Nein. Ich liebe das Spiel. Gut, dann, also, wenn du es mit so Musikern und Sportlern nicht hast, dann vielleicht der Herr. Oha, wer ist das? Chiara. Ist sicher irgendein Politiker, ja. Gell? So gesagt, Bundesrat Albert Rösti. Sagt er den Namen zumindest etwas? Rösti. Rösti. Ich kenne sie Rösti. Nein, sorry. Das ist auch schon gut. Hätte ich mir sagen können. Den kennst du. Endlich ein Promi, den Chiara kennt. Das ist Stefan Büsser. Was macht er? Ist Comedian. Okay, Stefan. vielleicht finden wir noch einen, den du kennst. Den können sie vielleicht kennen. Oh Mann, ey. Das ist übelst peinlich. Das ist ein Fußballspieler, aber ich weiß nicht, wie er heißt. Ein Goalie, Jan Sommer. Ja, kenne ich. Den kennst du? Ja, voll. Hätte er jetzt noch so einen Vollbart, dann wäre er genau mies. Ah, wirklich? Ja. Vollbart wäre einfach etwas. Gut. Thema hat noch einen Bart. Das ist der letzte. Der kocht sicher. Nicht? Lieber Stress, vielleicht möchtest du mal für Chiara kochen. Wow, aber Stress sagt dir etwas. Ja, kenne ich von früher. Dann reden wir doch mal kurz über etwas anderes. Wie verdienst du dein Geld? Eben mit Social Media scheinbar nicht. Nein. Ich habe mit meiner Mutter zusammen einen Takeaway, wo wir kochen über Mittag und so verdiene ich mein Geld. Ja. Und genau. Du machst aber, glaube ich, noch eine Bar auf? Ja, ich übernehme eine Bar. Mhm. Anfangs März, April, je nachdem, oder? Und dann habe ich eine Bar. Und also, was ist das für eine Bar? Wie muss ich mir das vorstellen? Also es ist jetzt nicht so eine Bar, oder, wo man denkt, boah, jetzt gehe ich mich dort volllaufen lassen und mache eine Party und weiss ich nicht was. Es ist wirklich so eine gechillte Bar. Das Publikum ist eigentlich eher auch so 40 plus. Also Leute, die sich eigentlich auch dementsprechend noch benehmen können, oder? Mhm. Je nachdem. Wäre das also dein Beuteschema, 40 plus? Das Alter spielt mir eigentlich keine Rolle. Ja, also solange es nicht mein Grossvater sein könnte, oder? Mhm. Ja, es ist so eine gediegene Bar, so mit dezenter Hintergrundmusik, dass du normal so miteinander reden kannst. Einfach so auf Gemütlichkeit trinken. Mhm. Bleiben wir beim Thema Geld. Du rufst ja immer wieder zum Spenden auf. Mhm. Warum ist dir das so wichtig? Weil ich einfach finde, ich meine, ich habe eine gewisse Reichweite auf Social Media. Und wie schon gesagt, mit Geld verdienen auf Social Media, ich könnte das ausnutzen. Und einfach Werbung machen, irgendwelche Sachen meinen Leuten andrehen, die ich selber nicht einmal irgendwie Zeit hatte, um das zu testen. Und das finde ich eben der falsche Weg und darum nehme ich den anderen Weg. Und also ich nutze meine Community ja nicht aus. Ich will sie begeistern, um etwas Gutes für andere Leute zu machen. Und darum nehme ich den Weg, dass ich meine Reichweite ausnutze, um anderen Leuten zu helfen. Was für eine Schlagzeile würdest du gerne mal über dich lesen? Dass ich mal einen Spendenaufruf mache. So etwas würde ich. Einfach mal etwas Positives. Ja. Hast du das Gefühl, es wird viel negativ über dich berichtet? Ja, eindeutig. Also, eben, wie gesagt, ich mache so viele gute Sachen eigentlich. Also wirklich, alle Monate oder alle zwei Monate wird da ein Spendenaufruf gemacht. Oder ich probiere mein bisschen Wissen, das ich habe, so über die Spiritualität jetzt zu meinen Leuten weitergeben. Und kaum sage ich mal ein falsches Wort, gibt es Schlagzeilen. Chiara überfährt Velofahrer. So, weißt, man könnte doch auch einfach mal etwas Positives bringen. Womit wir beim Letzten wären, Google knows best. Wenn man auf Google deinen Namen eingibt, kommen Vorschläge. Es kommt Vater, Erik, der war glaube ich bei Bachelorette, gell? Ja. Und Velofahrer. Das mit dem Velofahrer, das ist irgendwie im Internet geblieben. Ja. Also du hast kurz zusammengefasst, jemanden überrollt? Nein. Nein, also sorry, ich würde doch jetzt auch nie einen Velofahrer anfahren. Oder? Das ist halt einfach so, das ist mein Humor, oder? Ja. Sonst sage ich halt, hey, Mann, nächstes Mal fahre ich das ja kann. Aber ich würde es doch nie im Leben machen. Wer fährt freiwillig einen Velofahrer an? So ist schlussendlich immer noch ein Mensch, oder? Würde ich nie machen. Aber dann gibt es halt eben so Leute, die das Gefühl haben, hey, ich fahre jetzt wirklich einen Velofahrer an. Das total blöd ist. Total blöd. Ja, also wirklich. Und ich werde dann heute noch beschimpft wegen dem. Ah, wirklich? Ja, sicher. Und wie gehst du mit dem um? Du, es ist mir doch egal. Ja, also so ein bisschen da rein, da raus. Ja, ja, wirklich. Ja. Also wenn du das jetzt wirklich glaubst, dass ich einen Velofahrer anfahre, dann glaube ich, stimmt mit dir auch nicht alles. Ich kann dich jetzt 15 Minuten kennenlernen. Ich glaube, du hast nicht auf den Velofahrer abgesehen. Nein. Wir sind schon gleich wieder durch. Was würdest du gerne an dieser Stelle noch loswerden?
Ja, dass man sich vielleicht abgesehen von den Medien, also Zeitungen, was es sonst noch gibt, ein bisschen über mich informieren kann, damit man auch vielleicht weiss, dass ich doch nicht so ein schlechter Mensch bin. Das würde ich genauso unterschreiben. Ich habe heiß, wobei ich habe Angst, dass es schlimmer wird. Es läuft denkt, zwar ein bisschen ab und ich habe noch ein bisschen rotes Gesicht, oder? Ja, das ist, sorry. Wollen wir uns abkühlen? Machen wir. Und du schaust, dass dein Tuch nicht oben bleibt? Das schaue ich. Gut. Also es gibt wahrscheinlich viele, die nichts dagegen hätten. Oh, schau mal, es regnet so schön. Das ist schön. Wow. Die frische Luft tut gut. Wow, hurra. Jara, ich danke dir vielmals für die Offenheit. Danke dir vielmals. Ich darf dir im Mantel helfen. Sehr gerne, weil ich kann es doch nicht mehr loslassen. So. Danke vielmals. Und also, was wir erfahren haben, Männer über 40 sind willkommen. Ja. Sie dürfen gerne einen Vollbart haben. Sehr gerne sogar und ein bisschen Brustbehaarung. Sie sollten dich auch etwa mal eine Woche in Ruhe lassen. Genau. Und sie dürfen auch Velofahrer sein. Das dürfen sie auch, ja. Kommen dann auch eine Runde um Velofahren. Danke vielmals. Danke dir. Merci.